Baja California. Das ist eine der wildesten und ursprünglichsten Landschaften der Erde. Mit steingartenähnlichen, üppig blühenden Gebieten, turmhohen Kakteen, goldgelben, menschenleeren Stränden und tiefblauen Buchten. Mit endlosen Wüsten, zerklüfteten Canyons und ausgetrockneten Flussläufen. Die Baja, das ist eines der letzten wirklichen Abenteuer und eine der größten Herausforderungen für Motorradfahrer, die nicht nur die Weite suchen, sondern sich dabei auch selbst erfahren wollen. Hier, wo Wasser knapp und gutes Benzin ebenso rar ist wie Werkstätten und Ersatzteile, ist der Boxer in seinem Element. Denn hier kann er zeigen, dass Boxerlust weitaus mehr bedeutet als etwa nur Freude am Fahren. Nämlich Zuverlässigkeit, Anspruchslosigkeit und Sicherheit eines ausgereiften technischen Konzeptes. Auf einem Straßenstück in der Nähe des Städtchens Rosario möchten wir Ihnen dies so anschaulich wie möglich machen. Steigen Sie auf und erleben Sie die Boxerlust im Originalton. Hören Sie, wie kraftvoll, rund und ruhig der Zweizylinder vom Start weg arbeitet. Vor Ihnen liegt eine lange Gerade. Drehen Sie auf und genießen Sie die Spritzigkeit der Maschine und die Kühle des Fahrtwindes. Wegen eines Felsens mitten auf der Straße müssen Sie schnell abbremsen. Prompt und kräftig reagieren die Scheibenbremsen, die mit Semi-Metall-Bremsbelägen selbst bei Nässe verzögerungsfrei zupacken. Sie fühlen sich auf der BMW schon fast wie zu Hause. Nach der langen Geraden schwenken Sie in die langgezogene Kurve ein. Die optimale Spurtreue der BMW lässt keinerlei Unsicherheiten aufkommen. Sie fahren hinaus in das rote Licht der untergehenden Sonne. Die Straße wird zum Waschbecken. Doch die langen Federwege schlucken jede Straßenunebenheit und schonen ihre Kondition. Und jetzt, beim Durchfahren einer Hundekurve, erleben Sie vielleicht zum ersten Mal, was perfektes Handling heißt. Der niedrige Schwerpunkt und die optimale Fahrwerksabstimmung geben Ihnen das Gefühl, auf einer viel leichteren Maschine zu sitzen. Die Wegbiegung an den steil abfallenden Klippen gibt den Blick frei auf die tiefblaue Fläche des Pazifischen Ozeans. Sie fahren gemächlicher und genießen die landeinwärts wehende Abendbrise. Gibt es einen schöneren Weg, das Tourenfahren mit all seinen Reizen zu erfahren, als mit einer BMW? Sie rollen langsam in San Juan ein, dem kleinen Dorf an der Flussmündung, machen Rast auf der schattigen Terrasse der Cantina und freuen sich über das echte, unverhohlene Interesse der Dorfjugend an ihrer Maschine. Nach einem kühlen Glas Tecate brechen sie nochmals auf, um den Sonnenuntergang zu erleben. Sie überholen einen Jeep. Ihre BMW beschleunigt spontan und kraftvoll aus dem unteren Drehzahlbereich heraus und erspart ihnen damit einiges an Schaltarbeit. Im flotten Slalom geht es durch ein paar Wechselkurven. Ihre Sitzposition auf der BMW gibt ihnen das Gefühl, mit diesem Motorrad schon wie verwachsen zu sein. Nichts stört ihre Harmonie mit der Maschine. Bei der kleinen weißen Kapelle schwenken sie links ab und fahren souverän auf einem beängstigend schmalen Schotterweg durch den schon dunklen Canyon. Der Pfad steigt nach einer Gruppe blühender Cardon-Kakteen steil an und wird wieder breiter. Selbst diese schwierige Passage bewältigt der Boxer mühelos, da er sein maximales Drehmoment schon bei relativ niedrigen Drehzahlen entfaltet. Vor ihnen liegt jetzt die Bucht mit ihrer nun fast nachtdunklen Wasserfläche. Sie sehen die kleinen mexikanischen Häuser tief unten in den letzten Strahlen der Sonne weiß aufleuchten. Und sie freuen sich schon auf den nächsten Tag. Hier auf der Baja California.
Hoffentlich haben wir Ihnen mit unserer akustischen Spritztour ein wenig Lust gemacht auf den Boxer und die Baja California. Dann kommen Sie möglichst bald zu Ihrem BMW-Motorradhändler. Dort können Sie nämlich nicht nur bei einer Probefahrt die Faszination einer BMW auf unseren heimatlichen Straßen erleben, sondern auch noch eine von insgesamt 10 Boxerlustreisen mit einer BMW auf der Baja California gewinnen. BMW wünscht Ihnen dazu viel Glück und hasta la vista auf der Baja.